Der Monat Juni ist schon im vollen Gange, also fast im vollen Gange. Und es kommt natürlich neue Nintendo Switch-Spiele raus. Der Mai war ja jetzt nicht so brillant. Ich habe mir da, glaube ich, Subnautica geholt. Miitopia habe ich mir die Demo geholt, aber ich wurde da nicht wirklich mit warm. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch Miitopia gefällt, wenn ihr es euch zugelegt habt. Aber der Juni hat ein paar Spiele dabei, die werden definitiv bei mir in der Sammlung landen werden. Ja, deswegen stelle ich euch hier das Beste im Juni 2021 vor. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Game. Dieses Spiel wurde ja schon auf der letzten Direct angekündigt und die Supergirls werden auf die Erde losgelassen. Stell dich dem Kampf als Wonder Woman, Supergirl und Batgirl aus der Animationsserie DC Super Hero Girls und rette Metropolis vor einigen der berüchtigsten Superschurken des DC-Universums. Jede Heldin hat ihre eigene besondere Fähigkeiten, um den Schurken das Handwerk zu legen. Wonder Woman setzt ihr Lasso der Wahrheit und ihr Flugschild ein, Supergirl verfügt über einen Hitzeblick und Superatem und Batgirl erfindet nützliche Werkzeuge wie den Batarang und den Bathook. Doch ihr Leben besteht nicht nur daraus, Verbrecher aufzuhalten, sie müssen dabei auch ihr Leben als Teenager schaukeln. Auch wenn ich grundsätzlich das DC-Universum ziemlich cool finde, ist es jetzt nicht so unbedingt mein Spiel, aber vielleicht habt ihr ja Lust zuzugreifen. Ein paar Mal schlafen müsst ihr noch, denn DC Super Hero Girls Teen Power erscheint am 4.6. auf der Nintendo Switch. Wer die Ninja Gaiden Spiele schon mal immer auf der Switch zocken wollte, der bekommt jetzt bald die Gelegenheit dazu, denn mit Ninja Gaiden Master Collection kommen alle Teile auf die Switch. In der Collection sind folgende Games enthalten: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden Razor's Edge. Ich habe einen Teil mal auf der Xbox gespielt, aber ich bin jetzt nicht so der Super Ninja Gaiden Fan. Allerdings finde ich die Collection spannend und ich denke, dass sie bei mir im Regal landen wird. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Ninja Gaiden schon nicht ganz so leicht war, aber diese Herausforderung finde ich aber gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass wir hier eine sehr gute Collection erhalten und der Preis geht für drei Spiele auch absolut klar. Ninja Gaiden Master Collection erscheint am 10.06. für 39,99 €. Es gibt auch eine Deluxe Edition für 49,99 €, welches ein digitales Artbook und Soundtrack aus der Geschichte der Serie beinhaltet. Ihr könnt mit dem Namen Spielestudio nichts anfangen? Ja, dann helfe ich euch mal mit Game Builder Garage auf die Sprünge. Scheinbar wurde es für Deutschland dann namentlich doch noch etwas umbenannt. Das Spiel hatte ich ja schon in einem meiner letzten Videos erwähnt und ich werde mir das auf jeden Fall zulegen. Auch wenn es wohl hierzulande leider nur als digitale Version verfügbar sein wird. Jedenfalls können wir mit Spielestudio unsere eigene kleine Games entwickeln und auch wenn ich total super schlecht in sowas bin, werden einige von euch sicherlich ein paar coole Sachen damit machen. Man kann die Spiele von anderen auch spielen und man kann sogar zusammen entwickeln und das Ganze geht sogar online. Wer dann noch etwas grafisches Talent hat, ja, da braucht ihr jetzt wirklich nicht mich angucken, der kann dann sogar seine eigenen Spielfiguren oder was auch immer zeichnen und dieses in die Spiele integrieren. Wie gesagt, ich finde diese Idee prima und wir werden das sicherlich auch mal auf Twitch anspielen. Im Übrigen, ich streame relativ regelmäßig auf Twitch, mein Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Spiel Spielestudio, mit welchem wir Spiele erstellen können, erscheint am 11.06. und kostet 29,99 €. Legend of Mana in der Remastered-Version erscheint am 24. Juni auf der Switch. Und ich glaube, ich hatte ja schon einmal erwähnt, dass das Remake von Trials of Mana mein erstes Spiel aus der Mana-Serie war. Und ich muss sagen, mir hat es total Spaß gemacht. Daher werde ich mich wohl wieder mal auf die Suche nach dem mythischen Mana-Baum machen, von welchem wir die ganze Zeit träumen. Die Weltkarte ist nicht wie in vielen Spielen voll gefüllt, sondern einfach mal leer und wir bekommen auf unsere Reise Artefakte, welche wir an eine beliebige Stelle auf die Karte platzieren können, um Städte und Dungeons zum Leben zu erwecken. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob mir Legend of Mana in der Remastered-Version auch zusagen wird. Anders als in Trials of Mana scheint es für Legend of Mana keine physische Version zu geben, was mal wieder ultra schade ist. Jedenfalls habe ich dazu noch nichts gefunden. Möge der Download-Speed uns gnädig sein, Legend of Mana erscheint am 24.06. und wird 29,99 € im eShop bereitstehen. Das nächste Spiel, was ich euch vorstellen möchte, landet sowas von bei mir auf der Switch. Und zwar ist die Rede von Tony Hawk Pro Skater 1 und 2. Damals habe ich hunderte von Stunden in Tony Hawk gesteckt und freue mich, dass wir es als Remake auf die Nintendo Switch bekommen und man kann nur hoffen, dass es ein guter Port wird. Wie gesagt, Tony Hawk lief damals im Original wirklich bei mir stundenlang und ich mag diese ganzen Moves und die Musik war auch absolut super. Das Spiel gibt es ja bereits auf der PlayStation und der Xbox und kommt am 25. Juni auf die Switch. Und auch hier scheint es so zu sein, dass wir in Europa keine physische Version erhalten werden, wohingegen in Amerika die physische Version erscheint. Sollte es so sein, werde ich wohl mal wieder teure Versandkosten in Kauf nehmen müssen. Denn dieses Spiel möchte ich wirklich gerne als Cartridge haben.
Tony Hawk 1 und 2 HD erscheint am 25. Juni für die Switch und wird voraussichtlich 39,99 € kosten. Okay. Ich muss gestehen, dass ich mich damals über die Ankündigung auf der Nintendo Direct nicht so super gefreut habe. Ich hätte da lieber ein Strikers gesehen, aber was soll's, das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Mario Golf Super Rush kommt auf die Switch. Ich kann mir sogar mittlerweile durchaus vorstellen, dass wir mit dem Spiel insbesondere im Online-Multiplayer Spaß haben werden. Ja, nur gut, Nintendo und Spaß im Online-Spielen passt jetzt nicht wirklich zusammen, aber hey, das wird bestimmt schon. Bisschen doof, dass wir lediglich wohl nur 6 Kurse bekommen werden, was ich ein wenig finde. Hoffen wir einfach mal, dass die Kurse daher super viel Abwechslung bringen. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr euch dieses Spiel zulegen werdet. Mario Golf Super Rush kommt am 25. Juni auf die Switch und wer sich noch nicht sicher ist, ob er sich das Spiel zulegen soll, der kann ja mal am 25.06. auf Twitch vorbeischauen, denn ich werde das Spiel dann dort streamen. Das nächste Spiel ist bereits im Januar 2021 in Japan erschienen und kommt jetzt endlich nach Europa. Und zwar ist die Rede von Disgaea 6 und ich muss direkt mal sagen, dass ich mich mit der ganzen Disgaea-Serie mal gar nicht auskenne. Jedenfalls erscheint am 29. Juni der 6. Teil des japanischen Taktikrollenspiels. Die Optik des Spiels ist gemäß dem typischen japanischen Stils bunt und die Köpfe der Figuren sind im Vergleich zum restlichen Körper einfach mal riesig. Dennoch finde ich den Artstyle gar nicht mal so schlecht und auch äußerst ansprechend. Wir spielen den überheblichen Zombie Zed und sein Leben wird auf den Kopf gestellt, als ein Gott sein Leben bzw. sein Nichtleben auf den Kopf stellt. Auf seinem Weg verbündet er sich mit den verdrehten und bunten Bewohnern der Netherworld und stellt sich den Herausforderungen, die sich ihm entgegenstellen. Disgaea 6 erscheint wie gesagt am 29. Juni und könnte für Fans des JRPG-Genres wirklich einen Blick wert sein. Das nächste Spiel erinnert mich doch sehr stark an den Film Mars Attacks. Vielleicht kennt der eine oder andere den abgedrehten Film ja noch. Destroy All Humans ist ein Remake des Originalspiels, welches damals für die PlayStation 2 und Xbox herausgekommen sind. Jedenfalls ist Crypt 137 der Alien, der sich zum Auftrag gemacht hat, die Menschheit zu zerstören. Das Spiel spielt im Jahr 1950 und wie schon erwähnt, ist der zerstörerische Crypto 137 darauf aus, die Menschheit in Chaos und Verderben zu stürzen. Wir haben dabei ein außerirdisches Arsenal zur Verfügung sowie psychische Fähigkeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Ich muss sagen, dass mir die Grafik wirklich super zusagt und ich hoffe, dass es auch ohne großartigen Lags laufen wird. Das Spiel wird neben der digitalen Version auch in der physischen Version erscheinen und mit 39,99 € zu Buche schlagen und erscheint am 29. Juni. Sicherlich ein Spiel, was bei mir in der Sammlung landen wird und tatsächlich freue ich mich darauf, dem bösen Crypto 137 bei seinen Missionen zu helfen. Als ich die ersten Gameplay-Szenen von Sky Kinder des Lichts gesehen hatte, musste ich unweigerlich an das Spiel Haven denken, denn der Artstyle ist schon sehr identisch. Das Spiel ist ursprünglich ein Smartphone-Game, welches bereits seit 2019 auf iOS und Android verfügbar ist. Es sollte auch schon im Frühjahr 2020 erscheinen, aber daraus wurde leider nichts. Jetzt steht der Release kurz bevor. Wir bereisen Himmelsreich als Kinder des Lichts, die in Hoffnung im desolaten Königreich verbreiten und den gefallenen Sternen zurück zu ihrem Platz am Firmament verhelfen. Was auch immer das heißen mag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was uns in diesem Adventure-Spiel erwarten wird, aber es ist optisch wirklich sehr schön und es wird sogar eine Crossplay-Funktion beinhalten und somit können wir sogar online mit anderen Spielen das Abenteuer erleben, unabhängig davon, welches Gerät derjenige einsetzt. Ein genaues Datum steht leider noch nicht fest. Der Seite des Entwicklers ist lediglich zu entnehmen, dass Sky Kinder des Lichts im Juni auf die Switch kommen soll. Das waren die Spiele für den Juni. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch interessiert, was ihr euch holen werdet, was ihr euch auf gar keinen Fall holen werdet. Oder grüßt mich einfach schön. Ich bin raus. Haut rein. Ciao.